In Cottbus gibt es viele Supermärkte, aber nur einen Super-Biomarkt. Höher, schneller, weiter war gestern. Nachhaltigkeit ist angesagt. Wir haben es jetzt 6.30 Uhr, kurz vor Ladenöffnung, und wir wollen mal gucken, ob bei Schimmel nicht geschummelt wird. Na, Nela, wieder Frühstückskohlrabi holen? Nee, ich glaube, heute nehme ich Tomaten. Du sag mal, das mit euren Schildern habe ich auch noch nicht verstanden. Was bedeutet denn das, wenn da ein Kreuzchen an einer anderen Stelle gesetzt wurde? Wir haben verschiedene Kreuze, weil die Kriterien in Bio doch sehr verschieden sind. Wir haben von Demeter, Naturland bis Bioland alles da. Wir achten immer, dass wir Demeter oder das Bioland als zusätzliche Zertifizierung dabei haben, was Bio betrifft. Bio ist die Oberklasse und dann gibt es noch die ganzen Unterklassen wie Demeter Bioland. Wir haben auch die Schilder dazu passend, wo das dann immer wieder auch mit drauf steht. Auch das Bio-Zertifikat ist mit drauf, dann das halt Demeter mit drauf. Oder dann hier sollten wir drauf haben, genau, Bioland mit drauf und auch wieder das Biosiegel. Und natürlich bringe ich meinem Papa leckeren Kuchen mit. Und für meinen Hund Biofleisch. Im Bereich Kosmetik gibt es auch eine riesen Auswahl und man sollte sich schon in jungen Jahren überlegen, was man sich so ins Gesicht schmiert. Du, ich bin eine totale Naschkatze und Naschen ist bei Bio natürlich auch erlaubt. Ich mag total gerne Erdbeereis. Welches Eis würdest du mir denn da empfehlen? Da habe ich was für dich. Da hast du ein Erdbeereis. Es ist richtig lecker, schmeckt sehr gut. Ich würde dir aber noch ein anderes mitgeben. Es ist klassisch hergestellt mit Ei. So, jetzt ab in die Schule. Sehen wir uns nachher zum Mittagessen. Na klaro. Und wenn man nicht hier essen möchte, kann man sein Essen auch einfach mitnehmen. Der Einkaufswagen ist voll. Bezahlen muss ich nicht. Das übernimmt meine Mama. Die Schule ist aus, jetzt gibt's leckeres, gesundes Mittagessen und da die Sonne so schön scheint, suchen wir uns mal draußen ein gemütliches Plätzchen.